zu dem neuen Video, das hier hauptsächlich jetzt mal um Gewässer handelt. Also welche Gewässer gibt es hier? Das Ganze ist nicht vollständig, aber macht ja nichts. Es scheinen viele Gewässer in Tansania zu existieren. Von der Küste des Indischen Ozeans mal ganz abgesehen, gibt es einige Seen und auch größere Flüsse. Die Seen sind nicht zu viel, dafür aber meist sehr großflächig. Auch die wenigen Flüsse sind in der Regel eher breit angelegt. Natürlich gibt es auch kleinere Bäche, aber auch hier in sehr überschaubarer Menge. Dazu kommt, dass fast alle Bäche eher als Müllhalden identifizierbar sein und weniger als Idylle erkennbar sind. Dabei ist es egal, ob der Bachlauf in der Stadt oder außerhalb der Stadt besucht wird. Verschmutzung überall. Ich gebe hier auch nicht alle Gewässer in aller Vollständigkeit wieder, sondern halt nur einen Ausschnitt der meiner Meinung nach wichtigen Gewässer. Sonst wird es einfach zu langwierig. Also, ihr gebt jetzt Ruhe, ihr heuchelt Verständnis und dann legen wir los. Als größtes Gewässer dürfen wir, glaube ich, den Indischen Ozean bezeichnen. Tansania hat eine Ostküste, liegt direkt am Indischen Ozean und hat eine Küstenlänge insgesamt von 1424 Kilometer. Vieles davon sind wirkliche Sandstrände, weiße Sandstrände, also sehr schön und auch zu empfehlen. Und die Wassertemperatur beträgt an Sonnentagen im Durchschnitt 30 Grad Celsius. Dann lasst uns mal zu den Flüssen kommen. Ich habe jetzt wirklich nur die meiner Meinung nach wichtigsten Flüsse aufgenommen. Und einer der wichtigsten Flüsse ist der Umba River. Quelle des Umba ist das Usambara-Gebirge. Der Fluss gibt von Zeit zu Zeit ein paar Saphire frei. Ja, gut, das hat sich seit den 60er Jahren stark reduziert, aber in den 60er Jahren wurden in den Quellgebieten des Umba sehr viele Saphire gefunden und manchmal findet man auch heute noch den ein oder anderen Stein. So wurde mir das jedenfalls erzählt. Der Umba überquert die Grenze nach Kenia, bevor er dann in den Indischen Ozean mündet. Der etwa 100 Kilometer lange Fluss Mtosigi, also Fluss Sigi oder Mto Sigi auf Swahili, entspringt auch dem Usambara-Gebirge und mündet nördlich der Stadt Tanga in den Indischen Ozean. Ich wollte den einfach, der ist nicht so wichtig, der Sigi, aber nachdem wir ja bereits im Usambara-Gebirge gestartet haben, wollte ich den noch unbedingt mitnehmen. Wieder ein bisschen wichtiger und auch größer und auch länger, das ist der Rufiji River. Der Rufiji hat eine Länge von etwa 600 Kilometer, bevor er in einem Delta gegenüber der Insel Mafia in den Indischen Ozean mündet. In dessen Delta befindet sich einer der größten Mangrobenwälder der Welt. Kommen wir zum Pangani River. Das dürfte der bekannteste Fluss in in Tansania sein. Und der Pangani River entsteht aus dem Zusammenfluss zweier anderer Flüsse, nämlich dem Kikoletwa aus Arusha und dem Ruvu, der vom Chipesee abgeht. Diese beiden Flüsse vereinigen sich am Nyumba-Yamungu-Reservoir, das ist ein Stausee, zu dem wir später noch zu sprechen kommen. Und aus dem Stausee raus kommt eben dann der Pangani River. Er hat dann noch etwa 230 Kilometer bis zum Indischen Ozean. Wichtig ist auch der Rovuma River, der insgesamt 760 Kilometer lang ist und 650 Kilometer davon den Grenzfluss
zwischen Tansania und Mosambik bildet. Dann sollte man nicht vergessen den Sambesi und auch den Nil. Sambesi-Wasser, also Wasser vom viertlängsten Fluss Afrikas, kann man im Malawisee genießen, also sofern man das genießen möchte. Der Nil hingegen entspringt dem Viktoriasee und hat danach noch einen Weg von etwa 5500 Kilometer bis zum Mittelmeer zurückzulegen. Der Bereich vom Viktoriasee zum Albertsee nennt sich Victoria Nil. Das Ganze ist allerdings in Uganda und nicht in Tansania. Es gibt hier allerdings Diskrepanzen, da sich die Wissenschaft noch nicht einig darüber ist, ob die Quellflüsse des Viktoriasees dem Nil zugeordnet werden oder nicht. Also die meisten tun das. Das heißt, der Viktoriasee ist nur auf eine Zwischenstation, ja, ein Speicher vom Nil. Aber gut, das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Wichtig zu wissen, wer im Viktoriasee badet, badet im Nilwasser. Tja, soweit zu den Flüssen. Lasst uns mal zu den Seen kommen. Ist ja auch viel interessanter wie Flüsse, oder? Ja, das Erste, was ich hier anmerken muss, ist natürlich der Viktoriasee, also der Lake Victoria. Zu- und Abfluss des Viktoriasees stellt der Nil dar, zumindest nach Ansicht der meisten Experten. Dieser Dreiländersee liegt zu 49% in Tansania und den Rest teilt sich Kenia und Uganda auf. Alleine in Tansania könnte man 1750 Kilometer dem Ufer entlang laufen. Übrigens, die tiefste Stelle wurde im Viktoriasee mit 85 Metern gemessen, aber auch die ist nicht auf Seiten Tansanias. Der nach dem Viktoriasee zweitgrößte See Afrikas und mit 1470 Meter sogar zweittiefste See der Erde wird geteilt von Tansania und der Demokratischen Republik Kongo sowie Sambia und Burundi. Der Name des Sees wurde vom Staat Tanganyika, also die frühere Bezeichnung Tansanias, vergeben. Der mittlerweile durch die Nachrichten in Deutschland wohlbekannte Malawisee ist ein weiterer Grenzsee Tansanias. Er ist 704 Meter tief, zumindest an der tiefsten Stelle. Er gilt als artenreichster See der Erde, zumindest was die Fischerei betrifft. Warum ist er bekannt, der See? Es gibt aktuelle Grenzprobleme. Was heißt aktuell? Die gibt es schon seit 2012. Und zwar gibt es einen Vertrag zwischen Malawi und Tansania. Dieser Vertrag wurde 1890 über die Grenzen geschlossen. Und Tansania hat unterschrieben dafür, dass das Nordufer des Malawisee oder der Malawisee komplett Malawi gehört und praktisch das Nordufer die Grenze ist. Nun wurde mittlerweile ein internationales Recht, Grenzrecht eingeführt und da ist es immer so, dass bei Gewässern, wenn die Grenze an Gewässern entlangläuft, also Flüssen oder auch an Seen, dass immer die Hälfte dem jeweiligen Land zugesagt oder zugerechnet wird. Das heißt, nach dem neuesten Rechten wäre es so, dass der halbe Malawisee den Tansaniern gehören würde. Das Problem ist jetzt, dass Malawi sagt, nö du, ich habe von dir eine Unterschrift, dass du sagst, Malawisee gehört mir. Allerdings hat Malawi auch dieses internationale Rechtssystem unterschrieben und müsste also jetzt eigentlich auf die alten Sachen verzichten. Problem dabei ist, es wurde an der Nordseite des Malawisees, also auf der tansanischen Seite, Öl gefunden. Ja, das will natürlich jetzt Malawi für sich beanspruchen und die
Tansania sagen, nö, nö, wir wollen da auch was haben davon. So, das ist jetzt momentan dieser immer noch herrschende Grenzkonflikt. Allerdings wird das mündlich auf politischer Ebene ausgetragen und nicht wie in manchen Nachrichten, dass hier bereits Krieg herrscht oder schon irgendwelche Soldaten da postiert worden sind. Ist nicht so. Ja gut, dann kommen wir zum nächsten See. Wir hatten ja vorher schon mal über den Chippe-See gesprochen. Das ist der See, an dem der Fluss Rubu rausgeht, der dann später in einen Reservoir geht und so weiter. Ne? Dieser Chippe-See, der ist in der Nähe von Wanga. Ich habe den unlängst mal auch besuchen können. Ja, Chippe heißt eigentlich, gib es dir selbst. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat. Ich habe auch ehrlich gesagt damals nicht nachgefragt. So, und als letzten Grenzsee möchte ich jetzt diesen Chippe-See mal vorstellen. Er soll keine 10 Meter tief sein und wird von Quellen des Kilimanjaro gespeist. Meldungen über einen klimabedingten starken Rückgang des Wasservolumens stimmen nach Aussagen alter Ansiedler und Fischer, die ich kennengelernt habe, nicht. Das heißt, hier haben wir wieder mal ein ganz böses Klimaproblem, das nicht existiert. Aber gut, gehen wir eins weiter. Nämlich zum weltbekannten Natronsee. Den Namen hat das Gewässer, wie man sich schon denken kann, von dem hohen Salzgehalt, also hauptsächlich Natriumcarbonat und andere Salze. Die Salze sorgen für einen Verwesungsstopp von Tier- und Menschenkadavern. Deshalb eignet sich dieses Gebiet besonders für Archäologen und auch anderen Forschenden. Dieser Sodasee ist maximal 2 Meter tief. Allerdings ist es nicht ratsam, darin ein Bad zu nehmen oder gar schwimmen zu wollen. Auch der Eyasi-See zwischen Ngorongoro und Arusha ist mit salzhaltigem Wasser gefüllt. Allerdings nicht so stark wie der Natron Lake. Eine Besonderheit, der See hat überhaupt keinen Abfluss. In den Sommermonaten fällt der Wasserpegel, je nach Wetterlage, sogar weit ab. Im Winter, also März bis August, steigt der Pegel teils enorm wieder an. Die Tiefe ist also variierend, aber insgesamt ist der See nicht sehr tief. Der See breitet sein Volumen eher durch Flächenvergrößerung aus und nicht durch verschiedene Wasserhöhen. Um den See findet man auch die noch letzt verbliebenen Ureinwohner, nämlich die Hadza. Ich kann euch nur sagen, das ist ein Besuch wert. Gar nicht mal so weit weg vom Eyasi-See befindet sich der etwas kleinere Manyara-See. Er ist circa eine Autostunde von Arusha entfernt. Um den See leben viele Paviane, Büffel, Elefanten, Giraffen und Flusspferde. Wer etwas Geduld mitbringt, kann dort alles entdecken, ohne eine überteuerte Safari buchen zu müssen oder irgendwo Eintritt zu bezahlen. Südöstlich davon befindet sich der noch kleinere Nachbarsee, nämlich der Burungi-See. Ich möchte ihn einfach mal erwähnen, weil er halt auf dem Bild ist. Der Burungi-See ist aber auch ein Vogelparadies und er ist bei Ornithologen, sowohl richtige Ornithologen wie auch Hobby-Ornithologen, ein sehr beliebter Urlaubsort. So, nun kommen wir aber zum Nyumba-Yamungu-Reservoir. Nyumba-Yamungu heißt Gottes Haus und das ist ein Stausee, ein enormer Stausee, wie er gleich feststellen wird. Er wurde 1965 fertiggestellt und beherbergt bis zu 1,2 Kubikkilometer Wasser. Und er ist 41 Meter tief an der tiefsten Stelle.
Der Stausee speist ein 8 Megawatt Wasserkraftwerk der TANESCO, also der Tanzania Electric Supply Company. Dieser Stausee ist nicht überall zugänglich, aber tatsächlich für die Fischerei und auch zum Baden freigegeben. Wie gesagt, es gibt bestimmte Ecken, wo man nicht ran darf, da die tansanische Regierung mit so öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel TANESCO, also mit der Stromversorgung, ziemlich eigen ist und nicht will, dass da irgendjemand vielleicht erkennt, wo man dann Anschlag machen kann oder so. Keine Ahnung. Wie ich vorher schon erwähnt hatte, wird ja der Nyumba-Yamungo oder das Nyumba-Yamungo-Reservoir von zwei Flüssen gespeist, nämlich den Rubu und eben auch den Kikuletwa. Kikuletwa entsteht in der Nähe von Moshi und dort gibt es die sogenannten Hot Springs. Die Einheimischen sagen dazu eher Majimoto. Also heißes Wasser. Nun, es ist nicht wirklich heiß, eher wie ein beheiztes Freibad, würde ich sagen. Das Wasser ist klar und tief, also ein Paradies, wenn man das mal sieht. Nichtschwimmer sollten ein geeignetes Hilfsmittel mitnehmen, weil er eben so tief ist und zwar gleich am Einstieg. Es gibt wenig Plätze zum Umziehen, deshalb ist es ratsam, sein Badezeug schon bei Ankunft zu tragen. Sogenannte Umkleiden gibt es zwar, sind aber eher mit einem, ich würde sagen, Schaufenster vergleichbar. Es gibt auch Toiletten dort, diese arabischen Toiletten, also die Löcher im Boden, die sind vorhanden und die sind auch sauber. Ich empfehle aber jedem, dass er sich Toilettenpapier mitbringt. Die Leute, die hier schon mal waren, wissen warum. Und es gibt auch dort ein Restaurant, das heißt, für Hunger und Durst wird dort gesorgt. Ist ein sehr schönes Ausflugsziel, was man eigentlich nur empfehlen kann. Ich hoffe aber, ihr fahrt da alle nicht hin, weil dann ist mehr Platz für mich. Das ist nämlich nicht groß. Danke. Da ich ja hauptsächlich über Arusha berichte, darf ich letztlich nicht den Duluthi-See vergessen. Der ca. 9 Meter tiefe See wird ausschließlich von Grund- und Regenwasser versorgt. Ein Rundgang um den See ist nur mit Anmeldung möglich und gegen Bezahlung, sofern man als Tourist erkannt wird. Einheimische können dort auch ohne. Aber anmelden muss sich jeder. An einzelne Stellen kann man auch komplett kostenlos ins Wasser. Naja, zumindest sofern man weiß, wo. Also ähnlich wie in den Bayerischen Seenverordnungen oder bei der Bayerischen Seenverordnung ist es hier auch so, man darf an jedem Gewässer frei baden. Es gibt ein paar Ausnahmen, nämlich zum Beispiel wieder am Dolutisee, wenn also diese Gewässer hauptsächlich von privaten Menschen, also Grundstücke gekauft wurden dort, wenn man auf dessen Grundstück gehen will oder durchqueren will. Dann ist es leider so, dass man bezahlen muss. Als Tourist übrigens fast überall. Es wird, wenn ihr als Tourist irgendwo an den See rankommt, kann es euch passieren, dass einer kommt und sagt: Hey, du Tourist, du willst hier baden, das kostet dich jetzt mal 10 Dollar oder 20 Dollar oder sowas. Wenn sowas kommt, würde ich nicht darauf eingehen. Ihr braucht das nicht zu bezahlen. Es ist hier wirklich so: jeder See ist entweder frei zugänglich und frei zum Baden. Oder aber es gibt bestimmte Ausnahmen, also da ist ein Kraftwerk oder da schwimmen gerade Krokodile drin, auf sowas müsst ihr auch achten. Ja, ich meine, wir haben auch schon im Viktoriasee gebadet und in einer kleinen Bucht und in der Nachbarbucht, ja, da haben sich dann die Krokodile getummelt. Ich weiß nicht, ob ich da reingegangen wäre, wenn ich es vorher gewusst hätte. Naja, mal schauen. Soweit jetzt zu den Gewässern. Das war jetzt mal was anderes. Das war einfach mal ein kleiner Überblick über das Land. Aber ihr seht es ja anhand der angehängten Liste in Telegram, was alles noch kommt, was ich alles mache und welche Informationen kommen. Und wenn das nicht so interessant war für dich, ein anderer hat es vielleicht wissen wollen. Ja, immer so denken, immer positiv und
dann passt das. Jetzt viel Spaß, bis zum nächsten Video. Mach's gut, ciao.